Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu Undecember, die Demo. Ich habe mir sagen lassen, dass das Spiel so ähnlich sein soll wie Path of Exile, wenn ihr das kennt. Und auch so ein bisschen wie Diablo. Bin gespannt. Also Diablo, mega nice. 2 und 3 habe ich gezockt. Übelst die geilen Spiele. Path of Exile habe ich auch gezockt. Übelste heftige Skilltree. Mal gucken, wie es hier ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann lasst uns rein schauen in das Ding. Starten. So, es lädt. On the day I decided to walk the path of the Zodiac, a lone prophecy was made. Mortal, on the day you discover all of the constellations in the heavens, you will bring ruin to all of your accomplishments with your own hands. The truth remained veiled as countless years passed by. Which is why I had believed I was already liberated from the fate I was burdened with. Tja. Hätte's mal nicht so voreilig gedacht. This noise. Gut. Is it serpents calling upon the dead? Ich habe mich so gut wie gar nicht spoilern lassen. Ich bin gerade sehr überrascht, dass wir keine Klasse auswählen können oder keine Rasse auswählen können oder whatever. Aber okay, mal was Neues. Dieses Geräusch ist das Serpens, die die Toten ruft. I Wer must make haste. weiß. Ich muss mich beeilen. Gut, dann lass uns beeilen. Ja, es ist optisch von hier unten aus, ne, sieht ja aus wie Diablo. Aber auch wie Path of Exile. So, das wird hier so gesteuert wie in Diablo und wie in Path of Exile. Also das stimmt schon mal. Gut. Hier sind wiederbelebte Bewohner. Okay, wir können nicht mit Anklicken angreifen. Ah, okay, also. Oh shit. Ja gut, mit Rechtsklick angreifen, mit Linksklick ist wirklich nur gehen. Interessant. Aber wir sind ja mega overpowered. Oder ist das so wie in manchen Spielen, dass man ja hier oben steht, ja auch Stufe 100 sind wir? Ist wahrscheinlich wie in anderen Spielen, dass man erstmal, sag ich mal, mit einem overpowerten Dude hier mega den Kill macht. Und dann, ja, danach kommt erst die Charakter-Dings. Mal gucken, was für Dinger wir haben hier. Wir haben hier Eis, so ein Feuerwirbel. Wir können ja mega spammen hier. Junge. Ist ja richtig overpowered. So, hier ist so ein Ritter-Hauptmann. So, den knacken wir hier mal ein bisschen mit dem Eis. Aber ich schätze mal, dass das Eis auch hier die Geschwindigkeit, beziehungsweise die Leute halt betäubt. Was ungewohnt, dass man nicht mit der Taste, mit der man auch läuft, auch schlagen kann. Aber egal. So, hier ist irgendwie gar kein Loot drin. Und es geht hier nur weiter. Nee, hier ist echt gar kein Loot drin. Gut, hier sind jetzt schon Infanteristen. So, dann lass mal hier den Spin. Spinnen wir uns hier mal durch. Okay, das ist echt wie in Diablo mit dem Marker. Okay, das zieht sogar Leute zu uns. Gut, den können wir plündern. Jetzt haben wir einen Bogen gekriegt, glaube ich. So, Jungs. Ah, okay, jetzt ist eine komplett andere Klasse gefühlt. Komplett neue Fähigkeiten.
Wahrscheinlich lernen wir jetzt hier... das ist geil. Lernen wir jetzt hiermit einmal so die Fähigkeiten von den einzelnen Klassen. Mit diesem einen Menschen hier. So, erstmal hier vergiften, dann ein bisschen Donner. Okay, der kann ausweichen. Das ist geil. So, bup, bup. Und bup, bup. Das geht nicht dran. Easy. Easy. Wir kriegen auch überhaupt gar keinen Loot. Also ich schätze mal wirklich, wir können gleich nochmal eine Klasse wählen. Oder das ist einfach die Demo, dass man hier diesen mega overpowerten Ritter hat, der alles sein kann. Das kann natürlich auch sein. Dass das jetzt einfach an der Demo liegt. So, jetzt können wir ihn hier plündern und sind jetzt Magier geworden. Ich bin mal gespannt. Okay, hier haben wir Donner. Hier ist so ein Pest irgendwas. Okay, das ist so Zielverfolgung. Und das ist eine Teleportation. Ja gut. Bup, 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 bup. So, besiegen wir ihn mal. Ach, das bleibt sogar da. Geil. Ziehen. Das sieht nicht gesund aus. Oh, wer ist unter der Maske? Ja, kommt ran auf den Meter, Alter. Wir sind der Engel des Todes. Ja, die sind aber echt langsam, also die haben Bock zu sterben. Zehn Jahre später. Hauptquest abgeschlossen. So, jetzt können wir wahrscheinlich wählen. Ja, ist wahrscheinlich so, dass wir mega overpowered sind, dann irgendwie, weil wir den Schlag auf den Kopf gekriegt haben und alles vergessen haben. Gut, wir sind männlich natürlich. Gesichtstypen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Bart. Okay, also er hat hier so ein Oberlippenschnörres. So ein bisschen brauner wollen wir sein. Ja, so. Ja, dann lassen wir mal so. Hier gibt's auch nicht mehr, irgendwie. Frisuren. Das sieht doch wundervoll aus. Wunderschön, wieder die geilsten Frisuren dabei. Ja, das ist doch... Das ist doch gut, gut wie es ist. Nee, komm, wir lassen es so. Erstellen. Wie heißen wir? Natürlich heißen wir Vito. So, erstellen. Gut, jetzt wissen wir, wie wir heißen und wie wir aussehen. Oder wir haben das auch nur geträumt, keine Ahnung. Aber wir haben ja noch keine Klasse. Oder ist die Klasse egal? Dann ist es ja fast wie bei Path of Exile. Also fast, fast, fast. Weil da kann man ja auch in alle Richtungen und Wege skillen, wie man will. Wäre natürlich geil, wenn man halt wirklich nicht so gebunden ist. So an dem, was man braucht. Und einfach mal... das sein kann, was man will. Und auf was für geilen Viechern laufen wir hier? Das ist ja richtig geil. So was habe ich ja noch nie gesehen. Felix! Felix, mein Guter, was gibt's? Diese verfluchten Dims. Warum in aller Welt überfallen sie einen Sandgeher? Das frage ich mich auch.
Sie haben sogar einen Balliste dabei. Das ist übel. Unter Beschuss. In Deckung! In Deckung! Oh, shit. Werter Gast, das ist leider das Ende unseres Ausflugs. Auf dem Sandgeher. Von jetzt an muss jeder allein um sein Leben kämpfen. Gut, Felix, wenn du was sagst. Hier gibt's erstmal Loot. Drücke I oder auf Tasche. Wo ist denn die Tasche? Also wir können auf I drücken oder auf Tasche, aber wo ist die Tasche? Ich bin jetzt wahrscheinlich richtig verwirrt. Ist das die Tasche? Ach, da unten, ja. Wird natürlich angezeigt. Rechtsklick auf Gegenstände, um sie anzulegen. Also wir können uns jetzt... Gehen wir hier weg. Ich will das sehen. Also wir haben jetzt zwei Schwerter und einen Zauberstab. Nee, wir haben ein Schwert, einen Zauberstab und einen Bogen. Wir nehmen das Schwert. Bup. Gut, haben wir hier noch was. So. Kannst du mal hier diese Dinger hier wegmachen? Nee, kannst du nicht. Gut, dann machen wir es weg. Gut, Felix, du möchtest noch mit uns reden. Ihr sucht euren Freund, tut mir leid, aber wie ihr seht, bin ich gerade etwas beschäftigt. Ich sehe das nicht, dass du beschäftigt bist, aber egal. Ihr findet ihn sicher irgendwo an Deck, aber ihr müsst ihn alleine suchen. Ich kann euch im Moment nicht helfen. Hey, Gwen, lass unseren Gast hier durch. Ja, klar, also die werden da jetzt gerade oben massakriert durch riesige Ballister, aber Gwen hat hier das Tor abgeschlossen und bewacht es. Das ist natürlich richtig gut, Gwen. Und jetzt können wir ja hier looten, weil irgendwie passiert ja hier eh nichts. Aha, da haben wir schon mal einen kleinen Trank. So, du versteckst dich dahinter. Nehmen wir dir mal hier die Deckung weg. So, die Balliste von uns funktioniert, nuckelt ja nicht mehr. So, das sind jetzt hier diese komischen Dims. Sehen ja ein bisschen aus wie so Goblins oder so. Oder so Orks. So Mini-Goblin-Orks. Oh shit. Na gut, das war überraschend. So, du Dimp. Ich schlitz dich auf. So, wir haben ja null Fähigkeiten bis jetzt. Gut, wir können hier rein, oder nicht? Doch, wir können. Nee, können wir nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie so ein Secret Gang gewesen. Der Sandläufer. Den juckt das auch gar nicht. Der denkt so, oh, ist mir egal. Gott, hier gibt's nichts. Gibt's hier vielleicht was? Nö. So, jetzt müssen wir hier die fünf Dinger machen. Und die greifen einen ja überhaupt nicht an, wenn die gestunt werden durch die Waffe scheinbar. Easy. Gut. Angus! Ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ihr sucht euren Freund, aber an Deck ist es noch gefährlicher als hier. Nehmt wenigstens das hier mit euch, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob euch das hilft. Combo, normal, Angriff, Nahkampf, Waffen, Reichweite, Schlag. Greift den Gegner zweimal mit der Waffe an, verursacht beim Treffen noch schnellen Schaden, bla bla, kostet Mana. Achso, das sind jetzt dann die Fähigkeiten. Das ist hier so ein schneller Schuss, das ist ein Feuerball, das ist eine Combo. Also hat man wieder hier die verschiedenen Sachen dafür. Drück K oder im Hauptmenü auf die Schaltfläche. Fähigkeit. Gut. K oder Hauptmenü Fähigkeit. Wäre das hier vielleicht? Runen. Tränke. So, hier haben wir auf jeden Fall die Combo. Die legen wir an. Hier kannst du die Fähigkeiten anlegen. Wähle eine Fähigkeit aus. Platziere die Fähigkeit. Drücke auf den Reiter Fähigkeit ausrüsten. Wähle eine Fähigkeit aus. Okay,
Okay, drücke auf einen Platz, um die Fähigkeit zu registrieren. Ah, und jetzt müssen wir die auch noch anlegen. Ja gut. Das ist cool, aber was bringt das jetzt? Kann mit Angrifffähigkeit verknüpft werden. Kann mit Fähigkeiten verknüpft werden, die Schlagschaden über Zeit gilt. Für schöne Verknüpfungen. Okay, das verbessert auch nochmal irgendwie den Angriff. Gut. So, er ist in Not. Ihr könnt Runen einsetzen. Wow, dann seid ihr bestimmt ein Runenjäger. Ich bin erleichtert. Das ist schön. Ich hoffe, ihr findet euren Freund. Lian, lass unseren Runenjäger durch. Die haben ja irgendwie alle gar keinen Bock, hier irgendwie die Leute durchzulassen. Ich meine, oben wird hart gekämpft und die chillen hier. Oh, nice. Das sieht doch mal schon mal nach was aus. Gut. Ihr Armleuchter. Easy. Kleiner Trank. So, wo ist unser Freund? Oh, das ist ein großer. Da ist ein Digger. So, machen wir erstmal hier die kleinen. Oh, der große ist auch schon tot. Okay, hier will Kuchen mit uns reden. Diese Dims nehmen kein Ende, aber dieser Weg blieb in letzter Zeit relativ sicher. Was ist hier passiert? Hey, könntet ihr euch um diese Dims kümmern, wenn das so weitergeht? Haben wir nicht mehr lange. Euren Freund? Ah, ich vermute, ihr meint diesen Mann. Ich habe vor kurzem gesehen, wie er zum Bug gegangen ist. Viel Glück. Ja, cool. Wir gehen erstmal auf I für Inventar. Weil wir haben ja das hier bekommen und das ist besser. Ach guck mal, das ändert sich ja sogar. Geil. Das ist schick, das finde ich gut. So, dann raus. Ich will immer mit W laufen. So, meine Freunde, dann geht's hier weiter. So, er ist zum Bug gegangen. Aber wir gucken erstmal hier am Heck. Am Arsch. Shit. Die fallen ja hier runter wie Äpfel. Kann man nicht zerstören, das kann man zerstören. So, dann geht es jetzt in der Etage hier runter. Pan! Oha, was ist mit diesem ganzen Dims los? Was geht hier vor sich? Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen und ehe ich mich versehe, saß ich hier fest. Ich habe mir die Lage von meinem Versteck aus angesehen. Das nennst du ein Versteck? Und offenbar überwältigen die Dims nach und nach die Besatzung. Wir können die Dims nicht mehr lange vom Deck fernhalten. Um diese Sache ein Ende zu setzen, müssen wir ihren Sandgänger ausschalten. Ach, die haben auch einen. Offenbar müssen wir diese Balliste hier einsetzen. Hilf mir mit, das Schlachtenglück zu wenden. Klar. Gut, hier ran. Halten. Hallo? Und Cutscene. Oh, jetzt sag ich nicht, du schießt ihn ins Auge. Ich meine, der Sandläufer oder der Sandgeher kann auch nichts dafür. Das macht Kopfschmerzen.
Yo, John Cena. Ich schätze mal, unser Plan ist aufgegangen. Wir wollten nämlich unseren mit kaputt machen. Aber ich muss sagen, es ist jetzt ein mega geiles Spiel. Macht echt Laune. Und ist wirklich so ein bisschen wie halt Diablo, ne? So, die Schlucht. Angus, du hast überlebt, mein Freund. Ah, ihr habt es geschafft. Dem Himmel sei Dank. Euer Freund ist nach Osten zum Marlow Außenposten. Bitte unterrichtet Wachhauptmann Poschi über die Lage. Feste Belohnung, Auswahlbelohnung. Okay, wir kriegen coole Handdinger. Identifizierrolle. Sprungangriff, eine Rolle, Teleportation. Ja, jetzt müssen wir uns schon entscheiden, so, ne? Worauf gehen wir? Durchschwert. Das wird so für alle Waffen funktionieren. Wäre natürlich krass, wenn wir so ein teleportierender Schwertkämpfer wären. Aber andererseits, so ein Sprungangriff als Schwertkämpfer ist natürlich auch mega krass. Ja, ja. Und tot. Gut, dann gehen wir noch auf Inventar. Rüsten mal hier die magischen Stahlhandschuhe aus. Das sieht doch gleich viel besser aus. Gut, dann gucken wir mal hier. Wie kriegt man hier dieses Ding hier weg? Also dieses Ausrufezeichen. Ich meine, wir wissen doch jetzt, dass wir es haben. Gut, den Sprungangriff, den werden wir gleich noch ausrüsten. So, da ist alles. Anlegen. Da ist er. Sprungangriff. So, der ist unten blau und oben rot. Können wir den denn jetzt, können wir den gar nicht ansetzen? Ach, den können wir ansetzen. Aber der verbindet sich nicht, weil... Aber so würde er sich verbinden. Okay, ich steig da langsam durch. Das ist schon ganz geil. Gut. Ach nee, wir haben ihn ja jetzt noch gar nicht ausgerüstet, den blöden Sprungangriff. Dann gehen wir auf K. Ausrüsten. Sprungangriff Level 1. Machen wir auf Q. Das heißt, die kann man irgendwie auch nochmal leveln. Gut, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix, so. Bup, bup. Vielleicht jetzt? Oh, geil. Das macht doch Spaß. Okay, wir sind jetzt Stufe 2, schätze ich mal. Ja, da oben steht's auch. Gut, Hinterhalt. Oh, Mobbing. Die haben sogar Hunde. Das ist schon süß. So, und ausweichen. Hey. Haben wir jetzt nicht gerechnet, so, ne? Thank you.
Gut, Stufe 3. Das war ein Klacks. Das war gar nichts. Das war ja gar nichts. Ach, und schon sind wir hier. Dann können wir ja hier direkt mal gucken. So, wir haben einen Helm gekriegt. Wunderschönen Helm. Und die Wache. Dieser Weg führt zum Marlow-Außenposten, der vorgeschobenen Apros-Basis. Warum seid ihr hier? Warum bin ich hier? Was? Ihr habt Zauf besiegt? Saug? Runiger, nichts für ungut, aber das hätte ich nicht. Das hättet ihr nicht tun sollen. Okay, Entschuldigung. Diese Dims werden Rache nehmen wollen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Loven, lass diesen Runenjäger rein. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, weil er so direkt vor eurer Haustür ist, wollt ihr vielleicht, dass der da weggeht. Gut, schon ist Nacht. Das ging ja fix. Pan, den kennen wir doch. Der ist doch abgehauen. Oh, ihr habt es geschafft. Es freut mich, dass ihr unversehrt seid. Ja, warum hast du dich verpisst? Ich konnte euch nach dem Absturz nirgends finden, also musste ich es alleine hierher schaffen. Ihr seid doch nichts böse auf mich, weil ich euch allein ließ. Doch, ich mag dich nicht mehr. Es war wirklich das erste Mal, dass ich einen Ballisten abgefeuert habe und damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte einfach das Beste gehofft. Da waren Dims in der Schlucht. Hm? Hab keine gesehen. Da hatte ich wohl Glück. Oh, ich habe gehört, ihr habt diesen berüchtigten Dim namens Saug zur Strecke gebracht. Wahrscheinlich sucht euch Wachhauptmann Poshi deswegen. Schaut doch mal bei ihm vorbei. Gut, wir kriegen Rückkehrrollen und können uns hier schon wieder aussuchen zwischen irgendwas rufen und Pfeile und Mond sich lieb. Das klingt natürlich mega krass. Aber was macht das? Ja, okay, wir holen uns den hier. Gut, wo ist denn hier unser Hauptmannfreund? Hier ist ein Schmied, mit dem können wir schnacken. Und hier ist Poshi. Oh, der hat aber einen geilen Schnurrbart. Der Sandgeher wurde wieder angegriffen. Diese verdammten Dims in letzter Zeit machen die nur Ärger. Ich bin sicher, ich bin sie einfach leid. Wenn das so weitergeht, werden wir bald keine Sandgeher-Dienste mehr anbieten können. Moment, habt ihr das gehört? Oh, jetzt werden wir hier angegriffen. Ah, das ist... Die Wüstenräuber kommen! Alle zu den Waffen, schnell! Wie ich mir dachte, ihr habt Saug ausgeschaltet, oder? Dann seid ihr mit Schuld an diesem Chaos. Entschuldigung, ey. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, geht zu Lance in Obergeschoss, erklärt es euch. Hey, lasst mich doch erstmal kämpfen. Was schaut ihr denn so blöd? Es geht gerade erst los. Reißt euch zusammen. Hä, wieso müssen wir jetzt dahin gehen? Wieso können wir nicht einfach rausgehen und kämpfen? So. Wäre das nicht irgendwie wichtiger? Lance. Oh, ihr müsst der Jäger sein, von dem Hauptmann Poshi sprach. Ich bin Lance, Vizehauptmann der Apros-Wache. Das Glockengeläute waren vor einem Angriff der Wüstenräuber. Die Wüstenräuber sind berüchtigt dafür, Reisende in Ödland von Apros zu erfallen. Das ist der einzige Weg nach Belatus ist. Sie stehen in Konkurrenz zu den Dims, die im Ödland heimisch sind. Die beiden Gruppen kämpfen um die Vorherrschaft am Marlow-Außenposten. Aber jetzt, da der große Dimpfkrieger Saug weg ist, nutzen sie die Gelegenheit zu einem Erstschlag. Könnt ihr uns helfen, die Wüstenräuber aufzuhalten? Ja, dafür bin ich hier. Dafür stehe ich mit meinem Namen so. Ja, lass mich kämpfen. Bub.
So, gib her den Schinken. Wo seid ihr? Hey, das ist, also das ist ein ganz anderer Clan, so, aber hier steht schon wieder Dims. Also. Bob. Und wieso müssen es immer Spinnen sein? Ich mag keine Spinnen. Und Skorpione, wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Ihhh! Geh weg! Jo, das hat überhaupt nichts gebracht gerade. Schön daneben, also gegen die Wand geballert. Das sind doch alles Dims noch. Also irgendwie fühle ich... ist das eklig. Mann, geht weg hier, ihr... Ihhh! Ich dachte, das sind hier Wüstenläufer oder so. Als ob die mit den Spinnen zusammenleben. Das kann mir keiner erzählen. Ist das ekelhaft. Ich hoffe, hier kommt, also bestimmt kommt hier noch irgendwie so ein Wüstenspinnen oder generell Spinnen-Dungeon, wo man da so spinnisch durch so ein Dungeon voller Spinnen durchspinnen muss. Ja, das ist natürlich gut. So, wupp, wupp. Wegpunkt. Das ist ja jetzt wie bei Path of Exile. Aber bei Diablo 3 gab es auch Wegpunkte. Also ich muss sagen, das ist schon bockt. Also wenn es rauskommt, werde ich es wahrscheinlich zocken. Bup, bup. Bup. Aha. Ah, lass mich weg. Bup. So, easy peasy. Da ist er tot. Ja, lass mich doch mal hier erstmal meinen Loot aufnehmen hier. So, jetzt müssen wir zurückkehren. Außenposten, Reisen. Ja gut, irgendwelche Events oder so, Belohnungen erhalten. Das wollen wir doch. Das wollen wir. Gut, dann lass uns erstmal hier mit dem Schmied schnacken. Ich kann mir sagen, zerlegen, verzaubern oder ausrüsten. Zerlegen. Okay, wir müssen hier draufklicken irgendwie. Okay. Ganz komisch. Gut, dann lasst uns doch mal das hier irgendwie zerlegen und das hier und das hier und das hier. So, lasst uns erstmal das hier zerlegen. Gut, dann gehen wir raus. Gehen wir einmal auf Inventar. Gegenstände kann nicht angelegt werden. Ist ein Bogen. Identifizieren. Aber es ist ein Bogen. Das ist auch ein Bogen. Und das hier sind Schuhe. Gut. Was haben wir hier? Rechtsklick. Irgendwelche Materialien. Verzaubern. Ich will aber nicht verzaubern. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht verzaubert. Ja. Dann zerlegen wir noch den und den und den und den zerlegen. Gut.
Dann haben wir sie. Hier können wir Runen verbessern. Ich will aber nicht die Rune verbessern. Okay. Raus. So, jetzt können wir hier nochmal mit dem Schmied. Nee. So, wer will denn hier mit uns reden? Das ist wahrscheinlich hier oben wieder Lance. Ein Brief, den Alto in der Hand hatte? Lass mich mal sehen. In diesem Brief steht, dass die Wüstenräuber vorhaben, in Bälde einen geheimen Handel abzuschließen. Einzelheiten sind daran nicht genannt, aber dieser Handel soll auf dem Dämmerungshügel stattfinden. Wie es aussieht, soll alles voraus sich nach ein wichtiges Mitglied der Wüstenräuber vor Ort sein. Runiger, besiegt die Wüstenräuber am Dämmerungshügel und findet heraus, was sie planen. Ja. Dann machen wir das doch. Okay, das haben wir gemacht. Kriegen wir auch die Belohnung. Wegpunkt. Ach geil, hier kann man draufklicken und dann bringt er einen direkt dahin. Das ist cool. Akt 1. Da unten müssen wir hin. Reisen. Das heißt, wir müssen hier hin. Oh nein, hier sind wieder Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Aber wir sind schon fast auf Stufe 4. Ne, wir sind auf Stufe 4, wir sind schon fast auf Stufe 5. So rum. So rum wird ein Schuh raus. Gut, dann lass uns hier zu den Wüstenhügeln. So. Und dann von den Wüstenhügeln aus zum Dämmergrab, zum Dämmerhügel. Diese Kackspinnen, ne? Alles gut, ich liebe Spinnen. Tolle Dinger. Süß und so flauschig. Oh Mann, warum müssen die auch mit diesen blöden Spinnen zusammenleben? Warum können die nicht einfach gar nicht leben? Stufenanstieg. Ich meine, so Skorpione sind mir egal. Diese komischen Fliegehühnchen hier sind mir auch egal. Aber so Spinnen, das ist schon eklig irgendwie. Ah, und hier sind schon so ja, Elite würde ich nicht sagen. Aber so stärkere Gegner. Und die sind ja genau wie in Diablo, haben die ja diese Blitzdingsbums da. Diese Blitzdingsies. Na komm hier, Geld, Geld. Geld. Ah, da ist ein Riese. Ich bin echt gespannt, wo jetzt hier diese Dämmerungsdinger da sind.
So, was ist das Rote? Ist das irgendwie ein Special-Gegner irgendwie? So ein ja, ist. Den machen wir. So stark war der jetzt irgendwie auch nicht. So, ich schätze mal, dass jetzt da das Ende ist. Dämmerungshügel, da haben wir ihn. Ja, kommt, wenn ihr unbedingt sterben wollt, Mann. Stufe 7. Verwenden wir das eben. Wo ist jetzt hier das Treffen? So, gleich müssen wir mal hier ein bisschen durchstöbern hier, was wir bekommen haben. Gut, hier haben wir einen Wegpunkt, den guten alten Wegpunkt haben wir. Für 8. Guck mal, jetzt kriegen die auch langsam hier Fähigkeiten. Dem Jump gerade. Oh Mann, ey, diese. Als ob die hier ruhig schlafen können in ihren Zelten, während hier so Spinnen rumlaufen. Das kann mir keiner erzählen. Gut, hier müsste gleich unser Ziel sein. So, hier. Eingang im Dungeon. Auch Quest begonnen. So,
You want us to be the bait for this great mission of yours. Wir sollen also der Köder so ist. The Archbishop desires partnership, not individual sacrifices. We are inviting you to join our cause. That's a typical excuse to expect out of management. Easier for them to stab us in the back. Sir Morris, we are fully aware of your concerns. That is why we promise to award you with the title of a bishop, regardless of the success of this mission. Wow, such generosity. Not too sure about your work ethics, but I can tell that you're a real crowd pleaser. What are you implying? Wait, hold on a minute. I think we have a rat amongst us. Who could be peeping at our meeting so attentively? Oh yeah, jetzt geht's los hier. Der erste Boss. Juhu! Oh, das ist natürlich gut. Spam, 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 boom. Spam, 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 spam. Tot. Easy. So, das war's auch. Gehen wir auf Inventar. Guck mal, was wir bekommen haben für tolle Sachen. Neues Schwert, und zwar ein stumpfes Schwert. Genau wie unser altes. Nur, dass wir mehr Schaden machen. Mit welchem Gegenstand möchtest du? Mit dem da? Oder können wir auch... Wir können auch ein Doppelschwert nehmen, cool. Klobige Zweihandaxt. Das macht halt viel mehr Schaden. Aber das Tempo ist halt auch viel weniger. Da müssen wir mal überlegen, was man da nimmt. Intelligenzstufe 11 brauchen wir dafür. Für ein Schild brauchen wir Intelligenz, ist das geil. Feier ich. Das hat mehr Rüstung. Ich schätze, weil es schon Stufe 3 ist. Dann rüsten wir das aus. Das hat Barriere und keine Rüstung. Keine Ahnung. Das hat... Genauso viel, das hat Barriere. Wir haben aber Rüstung bis jetzt. Das hat mehr Rüstung. Das hier hat auch mehr Rüstung. Das ist wieder Barriere. Was ist Barriere? Wir kriegen einen coolen Gürtel. Und eine Halskette. Dann schätze ich mal, dass wir jetzt hier zurückgehen werden, müssen, tun, machen. Ja, würde ich mal sagen, also das Spiel ist auf jeden Fall ein Auge wert. Ich werde das im Auge behalten. Ihr hoffentlich auch. Es macht mega viel Spaß. Es ist wirklich wie Diablo. Oder halt wie Path of Exile. Und deshalb, also wenn ihr die Spiele geil findet, wenn ihr die mögt, dann... Ja, kann man das Spiel hier nur empfehlen. Morris war in dem Dämmerungshügel. Er ist der Anführer der Wüstenräuber. Reife Leistung, ich bin beeindruckt. Das wird sie fürs Erste auf jeden Fall demoralisieren. Aber ein Bischof? Die andere Person muss zu einer religiösen Gruppe gehören. Nicht unbedingt eine Art von... Die Art von Leuten, die mit Banditen zusammenarbeiten.
Wir müssen der Sache weiter nachgehen. Ich lasse es euch wissen, wenn die Informationen geordert haben. Wenn ich die Informationen geordnet habe. Insane. Gut, kriegen wir jetzt ganz viele tolle neue Sachen. Und direkt die nächste Quest. Aber da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert fleißig. Schreibt mir, ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt oder ob ihr es selber zockt. Oder beides. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.